Liebe Fatime Çetinkaya, ja, schön, dass wir uns heute leider nur über Zoom wegen Corona, aber doch sehr persönlich treffen. Du bist Unternehmerin mit Migrationshintergrund. Ihr habt eine Softwarefirma, dein Mann und du. Stell dich doch ein bisschen vor. Du bist Key Account Managerin gewesen und so weiter. Und was dein Leben hier in Deutschland ausmacht. Genau, ja. Also mein Name ist Fatime, ich bin 35 Jahre alt, bin in der Türkei geboren, aber als Baby nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, habe hier studiert und auch im Konzern gearbeitet im Bereich Key Account Management und Projektmanagement für viele große Unternehmen und bin dann vor circa 4 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen mit meinem Mann. Und mit meinem Mann gemeinsam führen wir auch ein Softwareunternehmen. Er ist sozusagen für den technischen Part als Softwareentwickler zuständig und ich kümmere mich um das Thema generelle Unternehmenskultur, HR-Themen, Marketing, Vertrieb. Genau. Wir haben beide zusammen 2 Kinder ja, und lieben das Unternehmertum und sind es gerne. Du wolltest ein Netzwerk vielleicht für Frauen mit Migrationshintergrund als Unternehmerinnen aufziehen oder gucken, wo noch andere sind. Was stellst du dir darunter vor? Was soll das bringen? Ja, also in den letzten Jahren im Unternehmertum, man muss ja auch dazu sagen, ich komme aus einer nicht akademischen Familie und ich komme auch aus einer Familie, die nicht aus dem Unternehmertum stammt. Das heißt, alle Erfahrungen in den letzten Jahren, sowohl mein Mann als auch ich, mussten wir natürlich selbst erfahren. Und wir haben natürlich auch unsere Fehler gemacht, weil wir nicht unbedingt Menschen um uns hatten, die uns natürlich irgendwie an die Hand genommen haben, sondern mussten unseren Weg selbst durchkämpfen. Und Ende letzten Jahres ist mir dann einfach nochmal bewusst geworden, es gibt in Deutschland aus meiner Sicht viel zu wenig präsente Unternehmerinnen. Das ändert sich jetzt so langsam, weil da so eine Bewegung kommt. Aber auch gibt es dann noch viel weniger Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund. Und für mich ist es einfach wichtig, präsenter zu werden, als Vorbild zu fungieren, sowohl ich als auch mein Mann, um jungen Menschen auch Perspektiven zu geben und zu zeigen, wenn ihr wollt, dann schafft ihr alles und ihr müsst an euch glauben, natürlich auch hart arbeiten und ihr werdet Fehler machen, aber ihr werdet auch euren Weg gehen. Genau. Und das Netzwerk, was ich versuche aufzubauen, soll halt wirklich primär aus Unternehmerinnen bestehen, einen Austausch schaffen, aus Fehlern lernen, aber auch unsere Erfolge gemeinsam feiern und uns einfach auch besser vernetzen. Wunderbar. Wie schätzt du das denn ein? Es gibt ja in den USA, wo ich auch einige Jahre gelebt habe, einfach eine ganz andere Art und Weise, selbstständig zu werden. Die Leute sind viel risikobereiter, machen das in jüngeren Jahren. Hier hat man so das Gefühl, da wird lange nachgedacht und dann doch wieder abgewunken und in der Anstellung verweilt. Hast du das Gefühl, dass Migranten da eher selbstständig sind? Die Risiken dafür eingehen? Also das höre ich tatsächlich sehr oft von Menschen mit Migrationshintergrund, weil die sehr häufig das Gefühl haben, die können ihre Karriere nicht so machen, wie sie wollen und sind benachteiligt in bestimmten Positionen. Es ist nun mal ja auch so, das Thema Diversität ist ja auch immer wieder präsent derzeit und dass es nun mal in den Vorständen nicht nur häufig nur Männer gibt, sondern es gibt dann halt auch nur Thomas und Michael. Und das ist natürlich schon etwas, was auffällt. Und ich glaube schon, dass viele Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, ich komme nicht weiter, dann sich überlegen, ihren eigenen Weg zu gehen und eher ins Unternehmertum einzusteigen. Und natürlich ist das risikobehaftet und ich glaube, dass es generell in Deutschland so eine
ja, dass das Unternehmertum immer mit sehr, sehr vielen Risiken gesehen wird. Und man sieht sehr selten die Chancen, die dahinter einfach auch stehen und die Möglichkeiten. Und ich persönlich weiß auch, natürlich gibt es Risiken. Ich muss mich um meine Altersvorsorge kümmern. Ich muss mich um mein Gehalt kümmern und ich muss die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich kann auch auf der anderen Seite das tun, was ich möchte und meine eigenen Regeln setzen. Mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten möchte. Und das ermöglicht einen auch sehr, sehr viel. Und das ist auch sehr schön. Machst du dir überhaupt Gedanken darüber? Du hast einen deutschen Pass, haben wir vorhin besprochen. Und über Zugehörigkeit oder hast du da irgendwie das Gefühl, man müsste mehr tun, um dich wertzuschätzen hier als Mensch mit Migrationshintergrund? Hast du eine andere Art und Weise, Dinge anzugehen? Also ich habe nicht per se das Gefühl, dass ich nicht wertschätzt werde. Das habe ich auf keinen Fall. Wir arbeiten ja auch mit vielen Unternehmen zusammen und auch ja, eigentlich ausschließlich mit deutschen Unternehmen. Also wir haben tatsächlich keinen türkischen Kunden oder sowas. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle. Es ist natürlich aber schon so, dass es immer mal wieder auch das Thema Politik und AfD und Co., dass da immer wieder auch Sätze fallen, wo man schon so darüber nachdenkt, ja, was kann denn die Zukunft bringen und wie sicher, ja, ist es im Grunde genommen und kann uns das tatsächlich passieren, dass auf einmal Deutschland nicht mehr unsere Heimat ist und dass viel mehr Menschen uns nicht mehr wollen. Das ist schon etwas, womit, was man irgendwie doch manchmal im Hinterkopf hat, obwohl man ja muttersprachlich unterwegs ist, obwohl man in diesem Land lebt und sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, in der Türkei zu leben. Aber ja, es gibt dann immer wieder politische Ereignisse, die einen dann schon zum Nachdenken bringen. Die Angst machen auch. Ja klar, also die zumindest auch dafür sorgen, dass man sich dann auf einmal doch die Frage stellt der Zugehörigkeit. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich frage mich das eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist etwas, was mich gar nicht so beschäftigt. Aber dann gibt es doch Momente, wo man dann doch darüber nachdenkt, okay, wie denkt denn eigentlich die Bevölkerung, wenn man auch vor allem auf Social Media, das tue ich mir meistens ehrlich gesagt gar nicht an, aber manchmal dann doch mal so in die Kommentare guckt und dann so viele rechtspopulistische Nachrichten sieht, dann ist das natürlich schon etwas, wo man sich so denkt, okay, wie viele Menschen denken eigentlich so und trauen sich das vielleicht gar nicht auszusprechen, weil man selbst natürlich in seiner Blase lebt. Also ich suche die Menschen, mit denen ich arbeite, die in meiner Umgebung sind, selbst aus. Und ich denke schon, dass ich in einem eher privilegierten Umfeld bin und deswegen sehr wenig Erfahrung mit Rassismus habe. Und ich glaube, dass es in anderen Bevölkerungsgruppen anders aussieht und dass man da ganz andere, ja, Kontaktpunkte auch mit sowas hat. Ne? Und dann gibt es halt immer wieder so Ereignisse, wo man natürlich darüber, wo es auch ein bisschen schade ist, wenn man selbst auch dann irgendwie in diese Ecke gedrückt wird. Ne? Also wenn es jetzt irgendwelche Ereignisse gibt, die von Islamisten veranstaltet wurden sozusagen, und man selbst das genauso schlimm findet, wenn jetzt irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, das hat uns doch alle getroffen. Das hat uns alle getroffen, aber irgendwie hatte man so das Gefühl, ja, dass man irgendwie nicht dazugehört, dass man in dem Moment auf einmal ein Feindbild ist, obwohl man es ja gar nicht ist. Ne? Ich gehe auch jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt und will da sicher spazieren gehen mit meinen Kindern. Ganz genau. Wir sind genauso von Terrorattacken betroffen wie Deutsch-Deutsche. Und genau. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Was beschäftigt dich? Wie sollte die Zukunft in Deutschland sein? Sollen wir dieses Anwerbeabkommen feiern? Was ist besonders an Deutschland? Wie sollen die Migranten in Zukunft hier weiterleben? Also ich finde das Schöne an dem Anwerbeabkommen, ehrlich gesagt, das 60-jährige Jubiläum, weil es einem einfach so bewusst gemacht hat, wie lang das eigentlich schon ist. Und dass man immer wieder doch nochmal so Fragen auch hört, wie, oh, du kannst aber
sehr gut Deutsch sprechen. Und man selbst so denkt, ja, aber ich habe doch auch nirgendwo anders gelebt. Ne? Und das ist für einen, das wird einem dann durch dieses Abkommen und durch dieses Jubiläum nochmal bewusst, wie lang das eigentlich ist. Und deswegen finde ich schon, dass man das feiern sollte, um auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie lang es eigentlich schon ist, dass es dass die erste Generation herkam. Was ich mir einfach nochmal wünsche, ist, dass man sich nicht auf negative Ereignisse zu sehr fokussiert. Jeder von uns erlebt Alltagsrassismus und ja, wir müssen das kundtun. Aber wir müssen auch die schönen Momente in unserem Leben sehen und auch die netten Nachbarn, denen wir begegnen. Und auch das hat einen Wert und das ist auch sehr viel wertvoller als die ein, zwei negativen Idioten, sage ich jetzt mal, die dann irgendwas von sich geben. Des Weiteren finde ich, ich vergleiche das ehrlich gesagt sehr gerne, es ist ja jetzt derzeit sehr präsent in den Medien, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Und da sage ich, wer muss denn aufstehen, um was daran zu ändern? Wir Frauen. So, wenn wir als Menschen mit Migrationshintergrund das Gefühl haben, dass wir nicht zugehörig oder das Zugehörigkeitsgefühl irgendwie nicht so wahrgenommen wird, dass wir nicht akzeptiert werden, dass wir in irgendeine Schublade gepackt werden, dann ganz ehrlich, dann müssen wir aufstehen und das einfordern. Es kann nicht sein, dass wir sagen, die deutsche Politik muss, die Deutschen müssen oder was auch immer. Nein, ich finde, wir müssen. Wir müssen aufstehen, wir müssen uns zeigen, wir müssen zeigen, wie wir unser Leben hier gestalten und einfach auch diese Vorbilder schaffen. In all diesen Bevölkerungsgruppen, in all diesen Berufsfeldern, um auch einfach ein Umdenken zu bewirken. Und das wünsche ich mir, dass einfach viel mehr Menschen aufstehen, alle Elifs, Fatimes, Alis, Murats sozusagen, die ihre Berufe und ihren Weg gegangen sind, dass die einfach aufstehen und sichtbar werden. Das wünsche ich mir. Genau, dafür dieses Projekt, um euch ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Und ich bin ganz begeistert. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wir bleiben in Kontakt. Und ich bin ja auch Unternehmerin, quasi genau, als Chefärztin mit zwei Gesundheitszentren. Und freue mich über Frauen wie dich, die auch Vorbilder sein sollten, unbedingt für junge Mädchen mit Migrationshintergrund, die hier sind. Und hoffentlich auch unsere Wege schreiten und uns folgen. Und wir möchten Ihnen auch helfen. Ich danke Ihnen für die Chance und für das nette Interview. Und ich freue mich auch auf das weitere Netzwerken.